So, liebe Freunde, ich befinde mich jetzt heute das erste Mal mit meinem Rucksack hier auf einer Probewanderung für meinen Jakobsweg. Und ich habe mir heute mal 14 Kilometer vorgenommen und möchte mal gucken, wie das heute klappt mit der kompletten Ausrüstung, wie ich auch den Jakobsweg laufen werde. Und klar, das ist jetzt im Moment noch ein bisschen unbequem oder ungewohnt. Ich laufe hier eigentlich meine Hausstrecke, kann ich euch zeigen. Das ist so die Strecke in Bensheim, wo ich eigentlich immer mit dem Hund laufe. Da habe ich mir meine große Tour rausgesucht. Die geht von Bensheim nach Schwanheim über den Jägersburger Wald. Und die kann ich jetzt mal bequem laufen. Es ist jetzt 7:30 und ich bin jetzt gerade am Loslaufen. Und aus diesem Grunde möchte ich euch daran teilhaben lassen. Es ist jetzt eine Probewanderung, wie ich mich hier anstelle, sagen wir mal so. Und ich merke jetzt das Erste, was ich merke, die Kamera kann ich nicht in der Hand halten, das geht nicht. Die ist zu schwer. Die ist zwar klein, das ist eine Osmo Action, aber sie ist trotzdem für in die Hand zu halten zu schwer. Also ich muss da meinen Stick holen und muss die dann auf den Stick machen, um dauerhaft hier irgendwo was zu machen. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich laufe jetzt erstmal den Weg. Der geht jetzt erstmal da geradeaus bis vorne ans Ziel. Und dann werde ich mich vielleicht melden nochmal. Ne? Okay, tschüss, bis dann. Also jetzt noch was. Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen. Ich habe vor 3 Tagen sind mir meine Schuhe, die wo ich eigentlich eingelaufen habe und die mit denen ich eigentlich laufen wollte, kaputt gegangen. Ist ein Loch reingegangen und das kann ich nicht anziehen, so wenn es regnet oder so. Das wird dann größer und deswegen habe ich mir jetzt ein paar neue Schuhe gekauft. Ich zeig's euch mal. Das sind diese hier. Das sind von Engelbert und Strauß. Die habe ich vorher ja auch gehabt. Und ich sag mal so, mit den Schuhen, toi toi toi, laufe ich jetzt am Anfang schon sehr gut. Ich merke es zwar ein bisschen, dass ich noch ein bisschen einlaufen muss, aber sie laufen ganz gut und ich sitze bequem drin oder ich stehe bequem drin und es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt noch ein bisschen einlaufen, ich habe ja noch eine Woche Zeit. Wir haben jetzt Samstag und ich fliege ja erst am 30. weg, also am 30.8. Und da habe ich jetzt noch eine ganze Woche Zeit, wo ich auch die Schuhe jetzt noch ein bisschen einlaufen kann. Aber so die erste Eindruck ist, der ist ganz gut. Ne? Ich laufe jetzt hier den Weg wieder weiter und ich habe hier meine Uhr und da habe ich Komoot drauf und der zeigt mir den Weg. Und das bin ich jetzt auch am Experimentieren, wie ich das alles mache. Das muss man jetzt mal auf dem Weg hier sehen, wie ich laufe und wie es alles funktioniert. Deswegen mache ich das ja auch. Ich werde es vielleicht nächste Woche nochmal machen. Und dann haben wir eigentlich, ich will mich jetzt vorher nicht zu arg anstrengen, aber ich merke schon das Gewicht. Also es sind ungefähr 9 Kilo, wo ich auf dem Buckel habe. Mit Wasser, mit allem drum und dran. Ne? Ich habe hier mein Wasser. Ich habe hier neben mein Wasser. Und
Das ist halt schon ein Kilo, das muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das so ist. Ne? Aber soweit alles gut. Ne? Das wollte ich euch nur noch mitteilen. So, ein kleines Problem habe ich jetzt schon beim ersten 2 Kilometer, 3. Hier ist ein Stein in den Schuh geflogen und der Stein, der drückt. Also das merke ich halt unten an der Sohle. Und das werde ich jetzt hier ab der Brücke, da kann ich mich festhalten und da werde ich jetzt mal den Schuh ausziehen und werde das mal wechseln. Und ja, das sollen wir gleich machen. Das mache ich auch gleich. Ich laufe jetzt hier hoch. Können wir auch mal gleich gucken, wie es Treppensteigen ist. Ja, ist auch, geht auch. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal meinen Schuh. Okay, nur kurze Info. So, ich komme jetzt hier an eine Gabelung, sage ich mal so, wo ich dann rechts ablaufen muss. Das ist vorne die Brücke. Und da werde ich dann rechts laufen vor der Brücke. Und ja, da laufe ich eigentlich immer mit dem Hund entlang. Das ist jetzt der Weg, den kenne ich jetzt noch so. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Da kann ich einfach mal auf mich hören und mal hören, was, wo es zwickt, wo der Rucksack. Ich habe jetzt den Rucksack ein bisschen lockerer gemacht. Ich habe mal, ja, ich habe mal die Gurte ein bisschen gelockert, habe mal ein bisschen wieder angespannt. Das muss man jetzt alles mal ausprobieren, wie das alles so wird. Und aus diesem Grund werde ich jetzt, mache ich hier auch diese Testwanderung, will ich mal so sagen. Und das macht ja auch Sinn, dass man nicht dann erst losläuft auf dem Weg. Natürlich wird man auf dem Weg das auch weiter verfeinern, aber jetzt erstmal das Gefühl zu kriegen, ich laufe hier mal mit 8, 9 Kilo auf dem Rücken mal eine Strecke. Das ist nicht allzu weit. Also es ist nicht so weit, dass ich jetzt mich gleich überlaste. Das will ich ja auch nicht. Aber es ist halt auch schon 14 Kilometer, das sind 14 Kilometer. Okay. So, Freunde. Ich bin hier wieder an einer Abzweigung. Ich teile euch das immer mit. Jetzt mal so. Hier ist ein Umleitungsschild. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Man kann jetzt hier hinten entlang gehen, aber eigentlich müsste ich hier entlang laufen. Was ich jetzt nicht weiß, ist, warum ich hier nicht lang laufen kann. Ich riskiere es einfach, ich laufe hier entlang. Ich laufe ja nur, ich fahre ja nicht. Okay, also jetzt mal hier entlang. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich laufe jetzt weiter. Also, ich habe mich jetzt mal kurzfristig verlaufen. Der Weg läuft da vorne her und da vorne war eine Absperrung und da habe ich halt weiterlaufen können. Also bin ich das Quadrat hier entlang gelaufen, bin hier wieder zurückgelaufen. Das ist ein Kilometer Umweg. Was soll's, egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt demnächst wieder auf dem richtigen Weg. Mal gucken. Ja, in 153 Metern bin ich wieder auf dem Weg. Und dann klappt es ja vielleicht weiter. Das sind halt die Schwierigkeiten, wo man so hat, wenn man läuft. Okay. So ist das im Leben, Kinder. Also, ich merke jetzt, so nach langsam, dass ich beginne zu transpirieren. Und da die Sonne ja auch schon rauskommt und es heute ja warm werden soll, fange ich an zu schwitzen. Naja, das ist das Ziel. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Also wir kommen auf jeden Fall so weit, wie ich laufen will. Das mache ich, wenn ich jetzt schon aufgeben würde, das wäre ja lachhaft. Okay, alles klar. Was ich euch noch zeigen wollte,
Hier ist eine ganz abgemähte Zonenrasen, hab nicht mal ich zu Hause. Ich vermute, dass das Kunstrasen wird, so Rollrasen. Und diese Fläche wird dann wahrscheinlich abgerollt oder was. Aber auf jeden Fall ist das sau schön und man kann hier schön auf der Wiese laufen. Das ist besser wie auf dem Schotterweg hier. Das tut den Füßen dann auch mal gut, dass er hier ein bisschen weich laufen. Und ich bin gestochen worden von irgend so einer scheiß Mücke an der Hand. Aber naja, was macht man denn alles? Und da drüben laufen Hundis mit ihren Herrchen. Ja, die können laufen. Da vorne läuft noch einer. Der hat Spaß. Okay, also der Weg geht weiter. So, ab jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Komoot sagt mir, dass ich in 50 Meter links abbiegen soll und das ist richtig. Hier vorne geht's links rum. Und also habe ich den Weg instinktiv richtig gelaufen. Ist ja auch keine Kunst hier. Na, also weiter geht's hier entlang und dann geht's über die Autobahn, die wo hier entlang läuft. Und so langsam kommt die Sonne über dem Maisfeld und es wird so langsam klarer Himmel. Jawohl, und die laufen los und hier sind ein Haufen kleine Schnaken, die nerven mich ein bisschen. Ja, es ist halt so, wenn man in der Natur ist, ne? Oh, das war mein Finger, Entschuldigung. Also, hier geht's lang. Und ja, das wollte ich nur sagen. Es geht eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt knapp 5 Kilometer gelaufen. Das heißt, ein Drittel habe ich schon weg. Und es macht eigentlich Spaß. Der Rucksack, ich merke ihn nicht so arg. Es drückt ein bisschen an den Schultern, aber das ist nicht so schlimm, dass es jetzt mich nerven würde. Manchmal rücke ich ein bisschen hoch und so. Das geht da. Ich kann auch noch ein bisschen fester ziehen, aber das will ich im Moment nicht. Er sitzt ganz gut auf der Hüfte. Und ja, so ist es halt, wenn man hier läuft. Und noch geht alles geradeaus. Das ist ja auch nur ein Trainingskurs, den wo ich leicht gesteckt habe. Und aus diesem Grund, ja, es geht ja auch, wenn ich dann in Porto loslaufe, geht es ja auch geradeaus. Oder besser gesagt, es geht keine große Steigung hoch. Ich laufe hier auch dann oft am Wasser entlang und das macht dann schon vielleicht auch Spaß, dass man hier auf der Autobahn entlang laufen. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber egal, wir schauen mal. Jetzt geht es hier um die Kurve und dann muss ich hier über die Brücke weg. Da oben ist eine Brücke und dann geht es hier rum. Ihr seid live dabei. Ich muss jetzt wahrscheinlich den Weg noch ein bisschen hier entlang laufen, bis ich zu der Brücke komme. Ja, es wird so sein. Die Brücke geht hier vorne hoch. Und dann muss ich erst hier vorne hochlaufen und muss dann über die Brücke weg. Gut, bis dann. So, Zwischenschritt, Zwischendings, ich laufe jetzt hier weiter und laufe dann hier komischerweise auf der Straße entlang. Das ist aber sehr komisch.
Also ich muss praktisch über die Straße weglaufen. Hier am Straßenrand entlang. Naja, Komoot sagt, ich bin richtig. Also, dann Abenteuer auf der Straße entlang. Okay, na dann, bis demnächst. Also eins muss ich jetzt mal loswerden. Ich bin hier jetzt über die Autobahnbrücke gelaufen. Vorne war kein Weg, also ich habe erstmal über die Straße entlang laufen müssen. So, jetzt bin ich hier auf dem Weg gelaufen hier. Bin vorne über die Absperrung gelaufen. Und jetzt muss ich hier vorne ungefähr 100 Meter vor mir rechts ab. Hier geht kein Weg. Hätte man nicht hier noch einen kleinen Weg machen können? Und ich könnte dann hier rechts abbiegen. In Deutschland, das ist sehr komisch hier. Also irgendwie ist die Planung nicht so gut. Also muss ich wieder hier drüber steigen. Über dieses Scheißding. So. Und muss wieder auf der Straße entlang laufen, diese 50 Meter. Das ist doch bekloppt, oder? Da hätten wir doch hier einen kleinen Weg machen können. Und da wäre es gut gewesen. Na so, zwischendurch mal so ein Erlebnis von mir an euch. So, ich laufe jetzt hier im Jägersburger Wald. Das habe ich mir auch so geplant, das ist richtig alles. Ich bin hier von vorne gekommen und laufe jetzt hier entlang die gerade Strecke. Über einen Kiesweg und kann dann in 240 Meter geht es immer noch geradeaus. Ja, also so laufen wir halt weiter. Und mir geht es recht gut. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen eingrooven. Ich bin jetzt hier mit dem Trinksystem, wo ich hier habe, das ist eigentlich ganz gut. Was heißt eigentlich? Das ist prima. Das kann ich einfach abklipsen. So, dann kann ich trinken und dann kann ich es wieder anklipsen, wenn ich dann zwei Hände frei habe. Und das funktioniert eigentlich prima. Und also mir geht's gut. Ich schlaf gut. Füße brennen ein bisschen, aber jetzt habe ich nicht so, ist jetzt nicht so wild, habe auch keine Steine in den Füßen, in den Schuhen, dass ich irgendwie merke, es wäre komisch oder was, es ist ein bisschen warm, die Füße, aber ich glaube, das ist normal. Und das habe ich ja beim normalen Wandern auch schon. Okay, das war es eigentlich schon. Ich laufe noch ein bisschen weiter hier auf dieser Strecke. Wenn was Neues kommt, melde ich mich wieder bei euch. Also, ich habe... Oh, ein Hase. Ich habe hier jetzt mal so kurze Gedanken gehabt. Und ich laufe jetzt hier den Weg und eigentlich merke ich, das klingt jetzt zwar blöd, aber ich merke den Rucksack überhaupt nicht. Es ist komisch, aber irgendwie sitzt der wirklich saugut. Und klar merke ich an den Schultern ein bisschen die Riemen. Das wird sich einlaufen, denke ich. Aber ich merke das Gewicht nicht so. Also ich habe immerhin 9 Kilo auf dem Buckel. Und ich habe mir das schwerer vorgestellt. Ich habe gedacht am Anfang, oh, du wirst am Anfang schon merken, dass du was auf dem Buckel hast, aber im Gegenteil, ich merke ich von dem Rucksack jetzt an sich nichts. Das Einzige, was du ein bisschen merkst, sind meine Füße, dass die warm werden. Gut, das kommt vom Laufen, habe ich ja schon gesagt.
Aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwas anstößt oder ich habe das Gefühl, es wird irgendwas wehtun. Nein, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl so. Und wenn das so weiterläuft, wie es jetzt läuft, bin ich hochzufrieden. Also ich muss sagen, mit dem Rucksack habe ich mich nicht verkauft. Mit den Schuhen auch nicht. Und ich laufe hier in kurzen Hosen. Es ist nicht so ganz so warm, wie ich mir gedacht habe. Da oben kommt jetzt ein Strommast. Und ja, also im Prinzip geht es eigentlich ganz gut, das Laufen. Es ist jetzt, ich habe jetzt noch keine Kilometer groß gelaufen, aber ich bin positiv überrascht, dass es so gut läuft. Das wollte ich nur mitteilen. Bis bald. Ja, Freunde, es gibt im Moment nichts Spannendes zu erzählen oder zu sehen. Klar, das ist ja auch eine Wanderung, die wo durch den Jägersburger Wald läuft. Geradeaus zeige ich jetzt mal meine Schuhe und meinen Laufstil. Also noch ist er ganz gut. Hier geht es immer noch geradeaus und in 50 Metern muss ich rechts laufen. Also Komoot sagt mir das schon ganz gut, also auf meiner Uhr. Ich habe hier meine Uhr und da steht ja, in 50 Meter soll ich rechts laufen. Und da gucken wir jetzt mal nach dem Jägersitz. Geht's rechts ab, sehe ich jetzt schon. Also Komoot hat da ganz schön recht. Besser gesagt, das habe ja ich alles geplant. Also es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Bis auf die Baustelle, wo da zwischendrin war, da kann ja ich nichts dafür. Also hier an dem Dings geht es jetzt rechts ab. Gut, der Weg ist jetzt nicht so prickelnd, sag ich mal so. Aber es ist ein Weg. Wir werden sehen, wo wir rauskommen. Na, es geht halt hier durch den Wald. Das habe ich ja auch geplant so, dass man hier mal Waldboden hat. Und auch mal Straße und auch mal Betoniertes, dass man mal alle Variationen hat in seinem Leben, in seinem Wanderleben. Okay, in 600 Meter geht's wieder ab. Dann werden wir sehen, wo wir hinlaufen. Okay. Ciao, Bella. Ja, hier laufe ich jetzt wieder an der Landstraße entlang. Das ist eine blöde Strecke, ein bisschen. Aber vorne geht es dann wieder auf unbefestigte Wege. Oder besser gesagt Feldwege. Und dann wird es besser. Aber so an der Straße entlang laufen macht jetzt nicht so den Spaß. Und besonders wenn kein gescheiter Weg ist. Das fehlt halt hier in Deutschland schon noch ein bisschen, so zwischendrin mal, dass man zwischen den Ortschaften auch einen vernünftigen Weg hat. Wir können hier daneben, ist ja so ein bisschen eine Freifläche, da könnte man ja auffüllen, wenn man das will, und kann hier einen Wanderweg draus machen. Das könnte man schon alles machen, aber in Deutschland gibt es natürlich dafür wahrscheinlich kein Geld. Aber, naja, so ist es halt. Auf jeden Fall laufe ich jetzt in 170 Meter. Da vorne ist es dann wahrscheinlich auf die andere Straße. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Bin ja selbst schuld, habe es ja selbst geplant. Okay, kann mich nicht beschweren. So ist alles super. Ich bin eben durch den Wald gelaufen, habe gedacht, da wäre eine Straße. Oder bis an den Feldweg, aber das war mehr ein Trampelfahrt. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, weil ich mich darauf konzentrieren musste, dass ich nicht umfalle. Und meine Schuhe sind jetzt das erste Mal wieder eingeweiht. Also die sind jetzt nass und sind auch jetzt dreckig. Jetzt sind sie angekommen auf dem Wanderweg. Okay. Ja. Also, ich bin jetzt
wieder auf bekannten Wegen. Da drüben ist der, fängt der Odenwald an. Ich weiß wieder, wo ich bin. Ich meine, ich weiß, war vorher auch, wo ich war, aber die Wege bin ich noch nicht gelaufen. Ich bin jetzt hier rausgekommen aus dem Feldweg. Vorne bin ich ein ganzes Stück, ungefähr 2-3 Kilometer an der Straße entlang gelaufen. Das war blöd. Das hätten wir anders planen müssen. Das mache ich beim nächsten Mal anders. Ich habe auch gedacht, dass da ein Weg ist nebenher. Aber, naja, jetzt auf jeden Fall laufe ich jetzt hier entlang und da vorne steht ein Hund. Naja, so ist das halt. Ja, hallo Leute. So, es nähert sich meinem, langsam aber sicher meinem Ende. Ich bin hier auf bekannten Wegen, hier laufe ich immer mit meinem Hund rum. Da stehe ich als vorne mit dem Auto und laufe halt hier den Weg entlang hinten und laufe so im Quadrat manchmal mal ein bisschen weiter. Aber das ist der Weg, den wo ich kenne. Und eben habe ich gerade Bekannte getroffen. Was heißt Bekannte? Gute Freunde, die laufen hier auch immer. Mit denen habe ich noch ein bisschen geschnackt jetzt. Und ja, so geht's langsam, aber sicher zu Ende. Und ich muss sagen, ich war jetzt eben, habe den Rucksack mal abgehabt und habe ihn wieder aufgesetzt. Das geht alles ganz gut. Und ja, ich bin zufrieden. Und was soll man sagen? Ich laufe jetzt hier noch 2 Kilometer vielleicht und dann bin ich zu Hause. Okay, tschüssi. So, also Freunde, ich bin auf der Zielgeraden. Vorne steht mein Auto. Ich habe es gepackt. Und ich habe jetzt die letzten 500 Meter doch jetzt einige Merkmale gehabt, dass es doch ganz schön viel war. Zwar tut mir mein linkes Knie weh und ich laufe jetzt schon ein bisschen langsamer, dass es nicht mehr so überlastet ist. Ich bin froh, dass ich jetzt im Auto bin. Also ich habe jetzt die 15 Kilometer geschafft und ich bin in allem durchgelaufen, habe nur ganz kurze Pause gemacht. Also es geht zu machen. Den Jakobsweg werde ich anders laufen, da werde ich mehr Pausen machen. Aber so ist das. Also geschafft. Juhu!